und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Next-Gen-Version. Ja, in der letzten Folge haben wir schon mit Vasemir gesprochen. Das werden wir jetzt auch nochmal tun und hoffen, ja, dass wir unser Ziel erledigt kriegen. Was ist denn, Wolf? Wieso ist es jetzt dunkel? Gerade war es noch Sonnenuntergang und jetzt haben wir alles, Ich war mit dem Greifenvertrag beschäftigt. Und? Ja, Zeit für die Falle, ne? Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Ich hab immer noch ein bisschen. Bereite dich auf den Kampf gegen den Greifen vor, indem du den Trank Donner herstellst. Den Trank, bei Alchemie wahrscheinlich. Erforderliche Zutaten. Zum Herstellen des Gegenstands benötigst du die richtigen Zutaten. Hier findest du eine Beschreibung des Gegenstandes, den du herstellen kannst. Kann verwendet werden, um Fertigkeiten zu verbessern oder einen Mutagen-Absund herzustellen. Was auch immer das heißen mag. Zeichen. Achso. Die Intensität der Zeichen wird dann erhöht. Ich habe Zeichen aber noch nicht benutzt, weil ich die ganze Zeit wieder vergessen habe, dass ich das machen kann. Gegenstände, die du herstellen kannst, sind in Kategorien aufgeteilt. Wähle das Rezept für den Trank Donner. Wo sehe ich denn? Steht überall nur Mutagen, Mutagen. Tränke? Achso, hier, Donner. 25 Vergiftung, 30 Sekunden Wirkdauer. Okay. Okay. Katze? Ermöglicht das Sehen in völliger Dunkelheit, erhöht die Chance auf kritische Treffer. Cool. Okay, müssen im Inventar ausgerüstet werden, damit du sie im Spiel einsetzen kannst. Wie mache ich das? Verwende LB und RB, um das Inventar zu öffnen. Okay. Du hast einen Hexentrank, doch du musst ihn ausrüsten, wenn du ihn verwenden willst. Ja, das haben wir schon festgestellt. Ich würde auch gerne mal hin navigieren. So, Donner. A drücken und... Ist das ein Konsumgut? Naja, ist ein bisschen komisch. Wolfsstunde Trank. Senkt vorübergehend die erforderliche Stufe für alle Gegenstände um 2. Jetzt kannst du diesen Trank im Spiel verwenden. Drücke nach oben, um den Trank auf den ersten Platz zu aktivieren oder unten, um den Trank auf den zweiten Platz zu aktivieren. Der ist aber auf der rechten Seite. Ist das jetzt oben oder unten? Hier siehst du deine aktuell ausgerüsteten Gegenstände. Ja, das ist okay. Hier sind die anderen Gegenstände, die sich aktuell in deinem Besitz finden. Das wäre ich nie drauf gekommen. Mit Hilfe der Filter kannst du Gegenstände einer bestimmten Art anzeigen. Hier findest du Informationen zu den wichtigsten Charakterwerten. Um einen Gegenstand auszurüsten, wähle ihn Ausdrücke A. Ja, Handwerkskomponenten. Das haben wir jetzt mittlerweile alles verstanden. Das ist ja quasi alles das Gleiche. Ja, ist okay. Drücke X, um in der Vorschau anzusehen, wie ein Gegenstand an Geralt aussehen wird. Ja gut, so ein Trank wird nicht aussehen. In der Vorschau kannst du dir auch ansehen, wie Geralt mit Gegenständen aussehen wird, die er noch nicht tragen kann. Ja, kann man das nicht machen, wenn man das braucht? So. Kann ich jetzt hier wieder raus? Kann ich nochmal speichern, weil das war jetzt so viel Gelaber. Achso, er hat das auch jetzt gespeichert, okay. Oh Gott. Okay, Weltkarte. Dann schauen wir mal, da oben ist er, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, okay. Das heißt, wir müssen uns jetzt nach rechts drehen und über die Brücke rüber. Hey! Wieso will der nach links reiten dafür? Reiten wir halt nach links und nicht nach rechts, wie auf der Karte angegeben. Gesundheit. So. Auf jeden Fall ist das die Brücke. Ich weiß, wir können auch schneller reiten, aber ich will... Wieso will der jetzt nach links reiten? Wir müssten doch eigentlich... Ah doch, links ist... Ja, 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 okay. Dann geh mal halt links rum. Ich werde dich auspeitschen. Hast du ein Problem, Junge? Ich meine, offensichtlich hat er ein Problem, ne? Ein psychisches, ganz offensichtlich. So, jetzt nach rechts. Rum, rum.
Kann er das auch auf Deutsch sagen? Das ist er doch, ne? Plötze, ich muss weg. Ich hoffe, dass der nicht Plötze holt. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Nein, aber wir machen es trotzdem mal. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Plötze, lauf bitte weg. Ich will nicht, dass du stirbst. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Hallo? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Er ist ganz nah. Oh Gott. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Ich habe alles vergessen. Nimm dies. Ah. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Gespielt hat er also, ja, ja. Ein Hexer mit einer Armbrust? Räumen wir mit den Traditionen auf? Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Geh schon mal vor. Vorsicht! Kann man da nicht irgendwie auf Auto drücken oder so? Ich kann ihn nicht markieren. Ach so. Wie war das? Sturzflug! Ich kann ja nur ausweichen, er kommt ja gar nicht. Drücke LB. Armbrust, Fackel, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was die alle bewirken, wenn ich jetzt ehrlich bin. Feuerschaden, Schutzschild, magische Falle. Feuerschaden hört sich gut an. Los, auf sie! Wieso habe ich jetzt eine Fackel in der Hand? Hallo? Das ist aber kein Feuerschaden. Nein, wieso kann... Hallo? Nein. Verdammt. Der ist schnell. Der ist nicht schnell, aber irgendwie funktioniert das mit dem Drücken gerade nicht. Mann. Lass ihn nicht entwischen! Nein, ich esse mir erstmal eine Runde. Wieso hat der jetzt sein Schwert weggepackt? Willst du mich verarschen? Ach, der haut ab! Wieso haut er ab? Nein! Bleib hier! Scheiße! Lauf, Plötze! Nein! Ich weiß nicht, was da jetzt gerade stand. Wir müssen ihn erwischen. Los! Wo ist er hin? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ich habe die ganze Zeit die falschen Tasten gedrückt. Das ist richtig. Aber, da also. Plötze, bleib unten. Lass dich nicht erwischen. Ja, nicht abhauen. Hallo. Hallo, greif. Komm. So, es tut mir leid. Ich bin jetzt gerade ein wenig raus. Aber was ihr nicht mitbekommen habt... Du darfst gerne ausweichen, Geralt. Was ihr nicht mitbekommen habt...
Ja. Nein, falsche Taste. Jetzt. Nein, jetzt will ich dich platt machen. Komm. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach. Komm, komm, komm. Los. Oh. Ist mir vor Schreck mein Mikrofon hier runtergefallen. Ja, ich habe die Bestie besiegt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Hm. Ja, ich weiß. Man lernt bis an sein Lebensende. Hexer nicht. Es sei denn, sie wünschen ein frühes Ende. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, es tut mir wirklich leid, aber mitten im Kampf habe ich eben einen Anruf bekommen. Nimm die Trophäe vom Greifenkadaver. Ja, und wie? Ich kann hier nicht... Achso, doch, jetzt. Ey, das Messer habe ich, glaube ich, auch. Hol dir deine Belohnung ab. Sehr schön. Übrigens auch ein sehr schöner, ich bin mir nicht sicher, Sonnenuntergang, glaube ich. Oh. Ja, wir haben eine etwas große Trophäe dabei. Haben wir hier irgendwas, was wir einsammeln können, zufälligerweise? Doch, hier vorne die Blümchen, ne? Die können wir sammeln. Da ist auch noch was. Das nehmen wir auch gerne mit. Und das nehmen wir auch gerne noch mit. Ich weiß nicht, was das für Sachen sind. Oh. Okay. Habe ich jetzt jemanden bestohlen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Es tut mir leid. Ich glaube, ich habe gerade jemanden bestohlen. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, was ich tat, aber ich brauchte die Sachen. Ja, also um nochmal kurz darauf zurückzukommen. Ich habe da, glaube ich, jetzt noch was drinstehen. Genau. Fackel, wenn du mehrere Gegenstände in der Tasche hast, kannst du... Okay. Ja gut, das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Nein, ich will zurück zum Spiel. Wieso darf ich nicht... Ach. Ja, ist okay. Darf ich auch mal rausgehen? Danke. Ich habe gerade, leider, beziehungsweise vorhin ist es für mich, für euch ist es quasi gerade... Wo muss ich denn... Ach, da oben muss ich hin. Ja, ja, okay. Habe ich einen Anruf bekommen. Und entsprechend bin ich direkt mal eben losgefahren. Deswegen bin ich jetzt gerade auch ein bisschen neben mir. Und deswegen... Hier steht ein Pferd ohne Reiter. Das ist ein bisschen seltsam. Und deswegen... Komm schon! Ja, 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 ja. Kann ich eigentlich nicht. Kann nicht mit Plötze reisen, ne? So wie es aussieht. Mit der Schnellreise. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen neben mir, muss ich jetzt gestehen. Weil ich nämlich... was habe ich denn jetzt gemacht? Nee, ich wollte schnell reisen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Weil ich nämlich jetzt mal eben zwischendurch in der letzten halben Stunde noch mal kurz in Richtung Louise Schule war. In warum ist da eigentlich ein Totenkopf drin? Weiß es gerade nicht. Weil ich nämlich eben in Richtung Schule mich noch aufgemacht habe. In die Richtung müssen wir uns aber aufmachen. Und zwischenzeitlich auch nochmal kurz einkaufen war und alles. Also es tut mir wirklich leid. Aber ja, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Ihr merkt das schon. Ich meine, ich bin immer so ein bisschen durch den Wind, ne? Aber jetzt bin ich es gerade ganz extrem. Ach, der ist schon. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske.
Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Hat der nicht ganz Unrecht? Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Zeit für Entscheidung. Einige Dialoge erfordern schnelle Entscheidungen. Wähle deine Antwort aus, bevor die Zeit abläuft. Naja, warum sollte ich das Geld nicht annehmen? Sagen wir es mal so. Irgendwie habe ich jetzt so das Gefühl, kann ich den daraus befreien oder so? Haben wir jetzt gerade Punkte bekommen? Moment, ich habe es jetzt gar nicht mitbekommen. Nee, wir sind immer noch auf Stufe 2, dann werden wir wohl auch keine Punkte bekommen haben, ne? Nee, haben wir nicht. Okay. Ja, ist ja gut. Mann, ich will jetzt nichts mit Mutter gehen. Ich will doch einfach nur hier raus. Kann ich jetzt hier mal raus? Danke. So. Das heißt, wir müssen... Bereite dich mit Vesemir auf den Aufbruch vor. Das ist hier unten. Das heißt, ich kann da auf jeden Fall hinporten. Das ist gut. Das war doch der Ausgang. Ihr Igluir! Aufhören! Bitte aufhören! Ich würde ihm ja jetzt gerne helfen, aber ich befürchte irgendwie, dass ich dann alle Wachen hier auf mich hetze. Was ist das hier mit diesem komischen Kopf? Stuart, er ist in Novigrad. Sieht man das auf der Karte? Da sieht man es auch, aber das kann ich nicht anwählen, ne? Die Flussquerung ist ein wichtiger strategischer Punkt, der eingenommen wurde. Okay. Ist deswegen hier so ein roter Kopf drin? Oder der ist ja... Nee, der ist genau hier bei dem Schnellreisen. Wieso ist bei den Schnellreisen ein Totenkopf drin? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Das ist auch sehr unlogisch irgendwie. Muss ich mal drauf achten, wenn ich jetzt hier hingehe. Da ist kein Totenkopf. Muss ich jetzt irgendwie nicht verstehen. Ich weiß auch nicht. Ja, doch, da oben ist er. Lauf. Plötze dürfte auch gleich wieder kommen. Zumindest, wenn ich so rufe. Oder ist Plötze ein R? Ich denke mal, es ist ein R. So. So. Yennefer ist in Vysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant... Dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich
Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Nicht nachlassen! Was zum Teufel? Du bist tot. Hallo? Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht! Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir! Die haben angefangen, ja? Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Jen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Mach die Pferde bereit. Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysimar erwartet dich nämlich jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrais. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja. Jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Was hat er dir wohl geboten, ja? Gut, ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysimir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen.
Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern, so schnell wie möglich. Ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, den ich nicht kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Jennifer, wir haben Wir reden morgen darüber, in Ordnung? Nach der Audienz.